Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank für den Wengschalat. Keller Neues. FIFA 19 Totti Pack Battle Ründchen. Mit Bestrafung sogar. Ja, meine Freunde, wir befinden uns wieder vor einem Dual Stream, der am Freitag kommen wird, wenn das komplette Team of the Year draußen ist, wovon wir schon die ein oder andere Karte gesehen haben. Auf anderen Internetseiten, ja. Unter anderem auch mein Kontrahent heute in diesem Video. Herzlich willkommen, Junge, der auch die Karten nur im Internet gesehen hat. Ich guck gerade ganz böse und grimmig in die Kamera, aber ich versuche ernst zu wirken. Denn ich push mich hier rein, Alter. Pack Battle, es geht um Leben und... Okay, es geht nicht um Leben und Tod. Es geht um Tottis. Ja. Und darum, wer in den Greifer greifen muss, wer drei Bestrafungsgreiferrunden bekommt im Dual Totti Stream morgen, wo es ja abgeht, habe ich gehört. Ne? Da sollen ja alle zu ziehen sein. Ich meine, gut, angeblich waren bis jetzt auch schon die Stürmer und Mittelfeldspieler in Packs. Viel mitbekommen habe ich davon jetzt nicht, aber ist ja eine andere Geschichte. Aber ein ganz großes Team hier. Freunde, für diejenigen, die in dem ersten Dual Stream schon am Start waren, erstmal vielen, vielen Dank für euren Support da. Die haben aber mitbekommen, dass wir einen Greifer hier am Start haben, wo Bestrafungen drin sind. Ja, also wir haben immer nach jeder Lightning Rod eine Kugel rausgeholt und da war irgendeine Bestrafung drin. Sei es Merch an euch verlosen, sei es Silber Elektroschocker verpassen und Hasse. Allen möglichen Scheiß ist da drin. Oder mal einfach mal 10 Minuten die Fresse halten. Ja, alles war da drin. Und derjenige, der das hier verliert, muss 3 Kugeln rausholen. 3 Stück. So, ich dachte, es ist so, wer verliert, wird kastriert. Wir haben bereits eine Folge beim Broski aufgenommen, das Hinspiel vielmehr, und wir nehmen die Differenz. Ich werde euch die Differenz hier aber nicht verraten, erst am Ende vom Video. Also checkt auf jeden Fall die Folge beim Broski ab, erster Link unten in der Beschreibung. Sobald ein Toti kommt, muss automatisch derjenige noch einen Walkout abstoßen. Das kommt dann noch dazu. Den ersten im Stream, ja. Im Stream, ja, im Stream. Also komm, ich bin heiß wie Frittenfett, starten wir! Ja, starten wir. Zu sagen sei noch, kannst anfangen schon. Nase. Für 6000 Points verziehen wir die 15k-Packs und... Ja, 200 K-Packs zum Abschluss noch, Freunde. Damit man vielleicht noch mal einen gerade bügeln kann. Ich starte mit den Slides. Mit dem Bernd Leno. Ich weiß, ich starte mit 75. Heißt. Hey, Differenz plus 9, ne? Ich würde dann die Runde hier auch beenden. Witz K.O., danke. 75er, Alter. Absolut lächerlich. Komm schon. Ballern, ballern, ballern. Die 15 K-Packs. Ich bin mit denen eigentlich gut vertraut. Schon zweimal Ronaldo daraus gezogen. Also bitte. Ich brauche einfach nur einen Walkout. Einfach einen Walkout, damit ich durch bin. Freunde, ballert mal die Kommentare voll. Habt ihr die gestellten Promo-Packs gezogen oder lasst ihr die einfach stehen und lasst sie verfliegen? In der Regel Reaktion eher so yay oder eher so no? Gerade die gestellten 100k-Sets, Alter. Die gönnen irgendwie. Ich habe meinen Lieblingsgoldspieler, Flint. 75er Rating, Oi. Goldspieler. Hat 4 Stats auf der Karte unter 50. My man, Alter. Oh Bruder, schlag den Ball an. Nein, so ein dummer Walkout. Kann doch alles verändern hier. Ja, guck mal. Totti Slides. Hast du einen Walkout? Immerhin. Nee, 84, Raul Abiol. Alter, gerade richtig. Sag dir zu meiner Diskothek. Ja, ich sehe halt aus wie ein DJ hier, ne? Ja, leg doch mal auf hier. Brasil! Hab ich die an. Ah, Malcolm mittendrin, Alter. Der guckt mittlerweile echt so. Malcolm guckt so, der ist nämlich mittendrin. Und zwar mittendrin in der 150.000 FIFA Points Lightning Round, so wie wir gestern. Genauso guckt er. Genau. Hast du gehört, was der gemacht hat? Der hat ja AS Rom verarscht, ne? Jetzt hassen die den ja da alle. Weil er gesagt hat, der wechselt dahin, ist an der Barca gegangen. Jetzt wird der, glaube ich, ausgeliehen an Lazio. Irgendwann. Ja, also da muss er Eier haben, gerade in Italien, für so einen Move. Oh, Saul, 85, nice. Ey, ich hab Tevis gezogen, Alter. Kann ich die Swobeck-Werte nehmen? Ja, fast. Ich zieh eine Scheiße hier. Ja, bin ich dabei. Ja. 84. Jetzt auch 2700. Das ist 85, ne? Ja, 85. Die Tottis gibt's irgendwie im deutschen Raum nicht, ne? Einfach keiner aus dem deutschen YouTuber-Bereich. Keiner hat einen gezogen. Ich meine, man muss sagen, es kann ja sein, dass du heute noch einen ziehst. Also du streamst ja hier nach. Das kann ja sein, dass bis zu der Aufnahme schon was passiert ist. Ja, weil langsam wird's halt sein. Es kann auch sein, dass ich hier heute im Stream sitze, dann auf einmal Pamela Anderson hier reinläuft,
leicht bekleidet ist und mir dann irgendwie einen Scheck von 5 Millionen in die Hand drückt. Kann alles passieren. Oh, bei dir lief's doch, ey. Bei dir lief's doch. Aber bei mir auf dem Kanal läuft wieder gar nichts hier. Komm! Mann! Ich baue halt echt auf die 100k-Dinger. Ich glaube, die holen mich zurück. Soll ich euch Jungs mal einen Ohrwurm verpassen? An jeden Einzelnen, der hier im Video zuguckt. Auf diese Steine können sie bauen, Schwäbisch Hall. Viel Spaß mit dem Ohrwurm, Freunde. Schwäbisch Hall, auf diese Steine können sie bauen. Noch schlimmer ist der Ohrwurm von dieser dreckigen Check24-Werbung. Slides, Frankreich, Kim Pempe. Was hast du noch? Nice. Boah, ich weiß nicht mehr so viel, 2000 oder so? Ich hab 1200. Oh, eine Ralle habe ich noch. OMG, Ralph Fairman im Pack. Bau, Alter. Oh, 1200 habe ich nur noch. Ja, hab ich auch, genau. Passt immer gleich auf. Achso, ja, perfekt. Ich war 1200. Dachte schon, ich wäre so schnell hier gewesen. Ja, da passiert ja auch nichts hier. 100k, mega. Die werden mega saften. Hier ballert's. Oh, my name is Jesse Lingard. Hi. Abiola. Letztes Pack. Ja, kein Walkout. Freunde, auch nochmal, schreibt sehr, sehr gerne Bestrafungen rein, die man in die Kugeln packen kann. Die man aber auch dann in dem Moment erfüllen kann. Penis abschneiden. Ja, so eine Scheiße nicht. Vereinlöschen. Mit dem Kabel, hauen, ein bisschen kreativ sein. Oh, Info? Haha, Ünder! Mein Freund, Junge! Komm her, ich bin noch gar nicht gezogen. Junge, ich glaube, Ünder und ich, in einem anderen Leben wären wir beide beste, wären wir Sandkastenkollegen schon gewesen. Ohne Scheiß. So oft wie ich den ziehe, das ist mein bester Freund. Zwilling wäre dann von dir. Doch, letztes 15k-Pick wird wieder scheiße sein. Ja. Ja, hast du schon aufgemacht? 15k-Pick, ja. Hab ich jetzt einfach gemacht. Ach so. Kein Schlitz. Ich mach jetzt mein letztes. Ich mach jetzt meinen und krieg mir im Workout hier raus. Pavon. Heißt nicht Pavon, er heißt Pavon. Na, also ich bleib bei 84. Mit 84 gegen 85 gehen wir in die beiden 100k-Packs. Da muss ich zurückkommen. Muss ich zurückkommen. So, Freunde. Grosse Finale. Steht 84 zu 85. Hinspiel, Faradi nicht. Gehen wir rein. 3, 2, 1. Walkout. Ich natürlich nicht. Ja, 89! Bernd Leno 84! David Silva, jawohl! Zeig deinen besten Trick, Alter! Ich kann ehrlich nur noch Totti oder Icon retten. Ja. Geil. Kann man jetzt wirklich, ohne zu spoilern, kann man jetzt so. Kann man so sagen, ja. Letzte Pack. Ja, Totti oder Icon kann ich nur retten. Abfahrt! Noch ein Walkout! Oh, Walkout, komm bitte! Jetzt boah, ist mir schwindelig, Alter. Jetzt boah, im Ernst? Ist mir schwindelig. Schick ein Foto, jetzt im Ernst? Alter, ist mir schwindelig. Ich hab nur richtig viel lieber Anderson. Also. Ey, mir ist gerade so du schwindelig. Du hast jetzt nicht im Ernst Ronaldo gezogen. Mir ist gerade so schwindelig. Ich nehme Medikamente, Freunde. Du hast Cristiano Ronaldo immer noch nicht gezogen. Ach, du Scheiße. Ich krieg nichts. Ich hab einen ganz komischen Geschmack im Hals gerade. Hä, ich hab nichts mehr WhatsApp bekommen. Skype bei Sky. Ach, Bruder, wer versteckt Sachen bei Sky? Leute, du hast den ja wirklich gezogen. Ich hab's dir nicht geglaubt. Ich hab's dir wirklich nicht geglaubt. Aha, achte. Pianisch noch drin. Nochmal David Silva 89 drin. Und den Walker Peters auf Ehre noch drin. Ja, entspannt, Gigi. What the fuck? First Owner. Da bin ich auch mit im Club. War ja nur eine Frage der Zeit. Herzlich willkommen, ich gebe dir hier so imaginär die Hand, herzlich willkommen im Club der Ronaldo First Owner Menschen. Ich habe mich so, also der Schrei, der war nicht gut, der war wirklich nicht gut. Ich habe vor zwei Alter, Tagen noch eine Mandelentzündung abgehalten. Aber ohne Scheiß, wie oft haben wir beide jetzt schon zusammen Ronaldo gezogen? Ja, ist so. Ich habe ja letztes Jahr gegen Ende bei FIFA, habe ich du da. Hast ich hier? Ja, innerhalb du von hast drei Tagen habe ich doch. Steini, du hast mir den Eimer im Crew-Stream gezogen. Oh Gott! Dann hab ich dir den Eimer in einem Duel gezogen.
Dann hab ich den einmal für mich in einem Duel gezogen und jetzt hast du den einmal für dich in der Duel-Aufnahme gezogen. Ey. Wir haben vier Ronaldos zusammengezogen. Ey. Das ist nicht normal. Freunde, Like-Button, ich muss nichts sagen, oder? Ich muss nichts sagen. Jungs, nehmt es auseinander für Steini, Alter. Der hat sich das so verdient, Mann. Der hatte gestern im Stream echt scheiß auf Fuß. Ich freue mich echt mega für dich. GG, Alter. Wir sind warm. Ich biete es dir an. Ich stoße meinen ersten Walkout in unserem Stream morgen ab. Weil für den Ronaldo ist halt schon... Also, Ehrenmann. Ehrenmann! Nein! Bruder, du hast Ronaldo gezogen, Alter. Das ist zu krass. Aber warum? Ich hab's dir nicht geglaubt. Ich konnte es ja auch nicht ziehen, weil ich zu den Stürmern nichts gezogen habe. Ne? Vielleicht wäre er da schon gewesen. Man weiß es ja nicht. Ich hab's dir einfach... Ich wusste gar nicht, dass Philippe Anderson 250k wert ist. Ja! Der ist ja 87er Inform. Ist 250k wert. Okay, jetzt bin ich auch in der Euphorie mit Ach, drin. Ach, ich war komplett woanders bei dir. Ne? Ich habe gar nicht Philippe Anderson verstanden. Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle morgen zahlreich erscheint. In dem Stream, Broski wird ja, du wirst Donnerstag, heute Abend wirst du auch streamen, ne? Also für die Jungs, Donnerstagabend. Ja, genau, ja. Ansonsten checkt Broski ab, der ist abends online. Ich muss meine Stimme irgendwie gerade bügeln, auf meinen Rechner weiter warten. Der ist nämlich immer noch nicht da. Ohne Scheiß, bevor wir jetzt hier irgendwie abmoderieren, geh mal bitte in dein Team rein. Wir müssen eigentlich beide unseren Ronaldo First Owner hier mal präsentieren. Ohne Scheiß, einfach mal beide nebeneinander halten. So, jetzt können wir rausgehen, Freunde. In dem Sinne, tschüss. Macht's gut. Gib nicht so viel Geld aus. Ja, ist ganz wichtig. Wir sind raus, Jungs. Macht's gut. Checkt das Hinspiel ab.